Gero Wachter, geboren 24. April 1985 in Königstein, wohnhaft in Dortmund, ledig Partyveranstalter seit dem 25. April 2009, Untersuchungshaft in der JVA Dortmund. In der Nacht vom 24. auf den 25.04.2009 feierte der Angeklagte in seinem Erotikclub X2U in Dortmund seinen Geburtstag. Während der Party verbreitete Isabel Jordan, mit der er eine sexuelle Beziehung führte, unter den Gästen, dass der Angeklagte, Zitat, eine Niete im Bett, Zitat Ende sei und er seine Gäste heimlich bei ihren Intimitäten filme und diese Filme im Internet zum Kauf anbiete. Aus Wut darüber erteilte der Angeklagte der 22-Jährigen Hausverbot und begleitete sie nach draußen in den Hinterhof des Clubs. Dort kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug der Angeklagte Isabel Jordan zu Boden und stach ihr dann mit einem Regenschirm, der von Gogo-Tänzerinnen als Requisite benutzt wurde und dessen Spitze deswegen angespitzt war, mehrfach mit voller Wucht in den Oberkörper. Isabel Jordan erlitt neben Hämatomen im Gesicht 4 bis zu 3 cm tiefen Stichwunden im Brustbereich, davon eine oberhalb des Herzens, die ihre Hauptschlagader verletzte. Wie von dem Angeklagten zumindest billigend in Kauf genommen, verstarb Isabel Jordan kurze Zeit später infolge hohen Blutverlusts an einem hämorrhagischen Schock. Der Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß § 212 StGB. Herr Wachter, wollen Sie sich zu einem Tatvorwurf äußern? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich bin zwar ein Arschloch, aber noch lang kein Mörder. Wieso sind Sie, ich zitiere Sie jetzt, ein Arschloch? Naja, weil ich ein Leben führe, mit dem die meisten Menschen nicht zurechtkommen. Vor allem die Frauen nicht. Was führen Sie denn so für ein Leben? Ich habe diesen Nachtclub und dort organisiere ich erotische Party-Events für anspruchsvolle Erwachsene, die etwas Abwechslung suchen. Naja, diese Abwechslung gönne ich mir natürlich ab und an nochmal selbst. Und dadurch werde ich oft als Arschloch bezeichnet. Aber das macht mir nichts aus. So lebt sich's prima. Naja, so prima kann ihr Leben nicht sein, wissen Sie? Ich meine, in der Nacht vom 24. auf den 25.04. hat den heftigen Streit Isabel Jordan, eine ihrer vielen sexuellen Gespielinnen von damals, hat Ihnen ja genau diesen Lebensstil vorgeworfen. Ja, ich hatte Zoff mit Isa, aber deswegen habe ich sie noch lange nicht umgebracht. Wie kam es denn zu diesem Zoff? Isa hat sich an dem Abend total daneben genommen. Sie war eifersüchtig, weil ich lieber mehr Zeit mit Jeanette verbracht habe. Und dann ist sie im Club rumgerannt und hat die wildesten Gerüchte verbreitet. Und was für Gerüchte? Naja, sie hat drum erzählt. Ich wäre eine Niete im Bett und ich könnte keine Frau richtig befriedigen. Und außerdem hat sie erzählt, ich würde meine Gäste bei den erotischen Events filmen und die Videos im Internet verkaufen. Mhm. Total Schwachsinn eben. Ja, aber wenn das alles Schwachsinn ist, wie haben Sie dann darauf reagiert? Naja, als ich das gehört habe, habe ich sie natürlich erstmal beiseite genommen und habe ein paar Takte mit ihr gesprochen, ist doch klar. Wann waren das? Ich weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt, dass ich sie jetzt von meiner Party fliegt und dass ich sie nie wiedersehen will. Daraufhin habe ich sie draußen stehen lassen und bin wieder reingegangen. Alleine. Und Sie wissen, dass das ganz anders war, ne? Ich jedenfalls gehe davon aus, dass Sie natürlich draußen waren, wie Sie sagen, dort aber so heftig in Streit geraten sind, dass Sie im Zuge dieses Streits hier zu dieser Kiste gegriffen haben. Da wurden diese besagten Schirme gelagert, haben einen gegriffen, haben auf Isabel eingeschlagen und am Ende haben Sie mehrfach auf Sie eingestochen mit diesem Schirm. Der wahre Täter. Der muss sich das Isabel Jordan im Hinterhof abgepasst haben, nachdem mein Mandant bereits längst wieder zurück in seinem Club war. Gut, und wer soll das sein, dieser wahre Täter? Eine Frau, Carola Kneiß. Die hat der Mädelsklicke von Isabel Jordan angehört und wurde von ihr an dem Abend zutiefst gedemütigt und verletzt. So war's, die Frauen waren's unter sich. Sie werden's sehen, genau so war's. Noch weitere Fragen an den Angeklagten? Können wir direkt in die Beweisaufnahme eintreten. Anne Hilbig, bitte schön, und Sie setzen sich bitte zu Ihrem Herrn Verteidiger. Frau Hilbig, guten Tag, nehmen Sie bitte einfach mal hier Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn eine Falschaussage, würden Sie sich strafbar machen. Mhm. Ja. Sie heißen Anne Hilbig, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Dortmund. Sie sind geschieden, Groß- und Einzelhandelskauffrau. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nee, den kenne ich bloß, weil der was mit meiner Freundin hatte. Ja. Haben Sie diese Nacht vom 24. auf den 25. April mit Isabel Jordan verbracht? Ja, wir haben Freitag immer unseren Mädelsabend. Also Linda und Caro, Isa und ich, wir waren in der Kneipe, haben ordentlich getrunken und Spaß gehabt. Ja, aber die Isabel Jordan, die war ja an dem besagten Abend auch noch in diesem Erotikclub X2U mit dem Herrn Wachter da verabredet. Ja, oder? Sie hat gesagt, sie hat einen neuen Lover, der irgendwelche Erotikpartys in so einem Club schmeißt. Und der hat sie eingeladen. Caro war auch gleich ganz Feuer und Flamme und ich habe mich dann breitschlagen lassen. Dann sind und wir wann sind Sie dann in diesem Club X2U? Ich denke, es war so um 23 Uhr. Es kann aber auch ein bisschen später gewesen sein, weil wir ewig noch diskutiert haben vor der Tür mit Linda. Die wollte partout nicht rein, weil sie Angst hatte, sie kriegt Ärger mit ihrem Freund, wenn sie in solchen Schuppen geht. Mhm. Naja, ist ja wohl auch mein gutes Recht, meine Beziehung zu schützen. Ja, ist ja schon gut. Jedenfalls haben wir uns an die Bar, ich habe mich gleich an die Bar gesetzt und habe mir dieses ganze Treiben da aus der Ferne beobachtet, weil Isa war ja ziemlich beschäftigt. Was heißt das?
Ja, sie ist mit den Typen abgezogen in diese Paris. Weil sie mich eifersüchtig machen wollte. Kann schon sein, keine Ahnung. Also, du hast ja die ganze Zeit mit dieser Gogo-Schlampe rumgemacht. Das hat dir freilich nicht gefallen. Klar wollte sie sich rächen an dir. Haben Sie denn gesehen, mit welchen Männern sich Isabel da vergnügt hat? Raphael, da sitzt er. Der ist Kellner in unserem Lieblingscafé. Den hat sie in so ein Separé gelockt. Und die hat wohl angeblich noch irgendeinen anderen abgeschleppt, aber den habe ich nicht gesehen. Sie haben aber gerade eben gesagt, Isabel Jordan hat an dem Abend also mehrere Männer angesprochen und verführt, um dem Angeklagten was heimzuzahlen. Hat sie Ihnen das so gesagt? Das brauchte sie mir nicht sagen. Es ist meine Freundin. Ich habe sie beobachtet. Sie war total wütend, weil der sich einen Scheiß um die gekümmert hat. Und dann hat sie halt angefangen, ihn eifersüchtig zu machen. Hat mit Männern rumgeflirtet. Und als es immer noch nicht gezogen hat, dann hat sie halt schwere Geschütze aufgefahren. Welche denn? Sie ist rumgelaufen durch den Club und hat überall erzählt, dass Gero eine Niete im Bett ist und dass er seine Gäste filmt, wenn die sich in ihren Separés da vergnügen und das dann im Internet verkauft. Mhm. Das ist harter Tobak, hm? Was ist da dabei rausgekommen? Der ist total ausgeflippt. Hat sie noch im Club zur Sau gemacht und hat sie richtig brutal am Arm gepackt. Haben Sie es gesehen? Das konnte ich gut beobachten von meiner Bar aus. Der hat sie am Arm gepackt und hat sie aus dem Club dann rausgezerrt. Schauen Sie mal, wir haben da eine Skizze von diesem Club. Vielleicht können Sie es anhand dieses Grundes mal zeigen. Mhm. Wo wer war und wo das sich abgespielt hat. Also, ich saß hier an der Bar. An der Bar, ja. Genau. Und Isa und Gero, die waren hier so in dem Bereich. Und dann hat Gero sie gepackt und hat sie hier zum Hinterhof rausgezerrt. Ich wollte ihr dann auch gleich hinterher, weil ich ihr helfen wollte und war dann ungefähr auf der Höhe. Dann waren aber so viele Leute zwischen mir und der Tür und als ich dort war, ist sie schon zugefallen. Gut. Die Tür lässt sich ja von innen wie von außen nur mit einem Schlüssel öffnen. Den Schlüssel hat wer, der Angeklagte? Ja, nehmen Sie doch gerne wieder Platz. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr da der Herr Wachter und die Frau Jordan den Club verlassen haben? Das weiß ich sogar ganz genau. Ich wollte nämlich schon lange von dort weg. Hab noch auf die Uhr geschaut, ob ich meine Bahn noch erwische. Das war genau um 3. Also maximal 2 Minuten nach um 3. Aber ich wollte nicht gehen, ohne mich von meinen Mädels zu verabschieden. Ja. Deswegen habe ich gewartet, ob Isa wieder reinkommt. Aber Gero alleine ist nur reingekommen. Könnt ihr sagen, wie lange er draußen war? Ich denke mal, es waren vielleicht so 5 Minuten. Haben Sie denn Ihre Freundin Isabel gesucht, nachdem sie nicht mehr mit ihm nach drinnen kam? Klar, ich habe sie sofort angerufen. Die geht immer an ihr Handy. Mhm. Habe sie angerufen und die ist nicht angegangen. Und da habe ich schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl gehabt. Das Handy von Frau Jordan, das wurde ja auch direkt bei ihrer Leiche gefunden. Das war dieses Handy hier. Ja, ja. Ich bin raus und wollte sie suchen und dann lag sie schon da. Wo haben Sie denn nach Ihrer Freundin gesucht? Ich habe als erstes gedacht, sie ist draußen, irgendwo an der Luft. Und bin vor den Club und habe dort geschaut, ob sie dort ist. Aber dort war sie nicht. Und dann bin ich halt hintenrum zu dieser Hintertür. Hm. Also von außen. Und da habe ich sie schon liegen sehen. Aus dem Obduktionsbericht ergibt sich, dass Isabel Jordan mehrere Hämatome im Gesicht sowie eine Epistaxis der Nase, also Nasenbluten infolge einer Gefäßverletzung aufwies. Ferner wies ihr Oberkörper insgesamt 4 Stichverletzungen auf, eine 3 cm tiefe Stichwunde oberhalb des Herzens, verletzte die Aorta ascendens, die von der linken Herzkammer senkrecht nach oben verlaufende Schlagader. Das hatte einen hohen Blutverlust zur Folge, der zu einem hämorrhagischen Schock und damit zum Tod von Isabel Jordan führte. Haben Sie denn vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht auch einer von den anderen Liebhabern Ihrer Freundin als Täter in Betracht kommen könnte? Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich bin ja nicht bescheuert, ne? Aber es liegt trotzdem auf der Hand. Man kann ja eins und eins zusammenzählen, oder? Die beiden haben gestritten, sind zusammen raus, er ist rein und 5 Minuten später war sie tot. Also das sehe ich ganz anders. Ich bin überzeugt davon, dass der wahre Täter in den Hinterhof gekommen ist und da Ihre Freundin Isabel abgepasst hat, nachdem mein Mandant bereits schon wieder im Club drinnen war. Sagen Sie mal ganz was anderes. Sie haben doch vorhin schon berichtet, dass auch Ihre Freundin Carola Kneis auf der Party war, oder? Das stimmt, ja. Ich weiß von meinem Mandanten, dass es an dem Abend im Club auch einen heftigen Streit zwischen Carola Kneis und Isabel Jordan gegeben hat. Ach, Blödsinn. Vielleicht, keine Ahnung. Es kam ja öfter mal zu Eifersüchteleien zwischen den beiden. Ach so? Warum denn? Ja, also ich meine, die beiden sind ja nicht nur vom Charakter her unterschiedlich, auch optisch. Wenn man sich Isa mal anschaut, die hätte ja locker als Topmodel durchgehen können. Und Caro sieht halt doch ein bisschen korpulenter aus. Dadurch hat Isa halt viel mehr Schlag bei den Männern gehabt und hat natürlich auch mehr abgekriegt als Caro. Es existiert ja ein Video, auf dem man sehen kann, wie heftig der Streit zwischen den beiden Damen war. Wie wütend Carola Kneis auf Isabel Jordan war.
Blödsinn. Selbst wenn es ein Video gibt. Ich bitte Sie, die beiden waren befreundet. Die Kau würde ihre Freundin nicht umbringen. Weitere Fragen jetzt, meine Zeugen, keine zum Frage, Video können wir ja noch kommen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Danke, dürfen hinten Platz nehmen. Carola Kneis. Frau Kneis, guten Tag. Nehmen Sie mal mit Ihrem Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Ich belehre Sie außerdem. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja, ich weiß. Sie heißen Carola Kneis, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Dortmund. Sie sind ledig. Sie sind Auszubildende zur Köchin. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Waren Sie in der Nacht vom 24. aus dem 25. April 2009 auch in dem Club X2U in Dortmund? Ja, war ich. Zusammen mit Anne und Isabel. Isabel, die stand an dem Abend auf der Gästeliste und die hat uns halt alle reingeschleust. Und ich fand das irgendwie voll aufregend, in so einen Club zu gehen. Und am Anfang war auch alles total toll, aber so gegen 3 Uhr nachts, da fing der Horror dann erst richtig an. Was fing da an? Was war da los? Also so gegen 3 Uhr nachts, da habe ich mich hinten bei den Garderoben in so eine dunkle Ecke verzogen, weil ich hatte ein bisschen viel getrunken und mir war halt irgendwie schlecht. Ja, vielleicht können Sie mal anhand des Grundes da zeigen, wo Sie sich da aufgehalten haben. Also ich war hier am Ende vor dem Gang, habe ich gesessen in so einer Ecke, wo auch die Treppen sind, die zum Keller runtergehen. Mhm. Und ich habe da hinter so einer Palme gehockt. Und dann kam auf einmal von der Tür hier hinten der Gero reingestürmt und ist hier in die Garderobe rein. Hat der Gero Wachter Sie auch gesehen? Nein, also ich glaube nicht. Aber ich habe ihn ganz genau gesehen. Der hatte so ein weißes, so ein durchsichtiges Plastikoberteil an dem Abend an. Und da waren so rote Spritzer drauf. So ein Schwachsinn, mein Oberteil war sauber. Das war's nicht, ich hab's doch ganz genau gesehen. Dann solltest du vielleicht eine Brille kaufen. Wenn ich mir dein Outfit so anschaue, wird's eh nicht schaden. Also, Herr Wachter, bitte, also solche unqualifizierte Äußerungen haben hier wirklich nichts verloren, ja? Ich hab das ganz genau gesehen. Zuerst habe ich gedacht, dass das vielleicht Kirschsaft ist oder so, aber ich habe mir dann direkt gedacht, dass das keiner sein kann. Also bin ich dann hinterher und hab durchs Schlüsselloch geguckt. Gut, Sie dürfen sich widersetzen. Und was haben Sie dabei gesehen? Also der Gero, der stand vorm Waschbecken und hat sich die Flecken von seiner Jacke und von den Fingerknöcheln abgewaschen. Und das Wasser im Waschbecken, das hat sich richtig rostrot verfärbt, so wie Blut. So ein Quatsch, da war nichts auf meinem Oberteil. Also, außerdem wurde ja dieses Oberteil meines Mandanten, das er da getragen hat, auch sichergestellt. Ja. Und auf diesem Oberteil konnten absolut keine Blutspuren festgestellt werden. Also Anne und Isabel, die waren nirgendwo zu sehen. Also bin ich dann vorne raus, vor die Tür und... Ja, und dann kam dann auch schon die Polizei und hat angefangen, alles abzuriegeln. Und da habe ich dann erst mitbekommen, was passiert ist. Jetzt haben Sie ja mehrfach gesagt, Sie waren mit Anne Hilwig und mit Isabel Jordan auf dieser Party an dem Abend. Gab es an dem Abend Streit zwischen Ihnen? Streit zwischen uns Mädels? Nein. Natürlich habt ihr euch gestritten wie die Besenbinder. Fast, nein. Das war aber konkret, aber sagen Sie es ja nochmal. Wer, mit wem hat sie gestritten? Mit der Isa. Ich habe mich nicht mit Isabel gestritten. Wir hatten höchstens eine kleine Unstimmigkeit. Aber Frau Hilbig hat uns vorhin erzählt, dass es zwischen Ihnen und Isabel Jordan ab und an Eifersüchteleien gab. Was hast du erzählt, Anne? Entschuldigung, aber manchmal war es doch auch so. Nein, das stimmt doch nicht. Ich bin immer alleine nach Hause gegangen, wenn ihr euch Typen aufgerissen habt, weil ich das so wollte. Sie sind doch seit Jahren in Raphael Kirsch verliebt, nicht wahr? Der da hinten sitzt. Was? Nein, also, das ist wirklich Blödsinn. Also, in Raphael bin ich wirklich nicht verknallt. Ja, aber Caro, ja. In irgendjemanden bist du doch verschossen, schon seit über einem halben Jahr, oder? Aber doch nicht in Raphael. Aber was ich Ihrer Aussage entnehme, ist, dass Sie nicht wissen, ob die Carola Kneis wirklich in den Raphael Kirsch verliebt ist. Nein, das weiß ich nicht. Isabel Jordan, die hat Ihnen Ihren geliebten Schwarm sozusagen ausgespannt, vor der Nase weggeschnappt. Hm? Und das konnten Sie nicht verwinden. Das ist doch Blödsinn. Ja, Isabel hat an dem Abend mit Raphael rumgemacht, aber das war mir doch total egal. Mir ging es nur um Ihren Ruf, das war's. Also, das sehe ich ganz anders, Herr Vorsitzender. Ich würde darum bitten, dass wir vielleicht mal das Videoband aus dem privaten Teil des Clubs da aus dem Kellergewölbe abspielen. Können wir machen. Also, wir sollten noch mal feststellen, dass alle Beteiligten und auf dem Video zu sehenden Personen dem Abspielen zugestimmt haben. Und dann ergeht folgender Beschluss. Das Video wird abgespielt und damit in Augenschein genommen. Hey, Baby. Hi. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. So, Sie sollten jetzt da mal auf den Hintergrund dieses Videos achten. Da sieht man ja einen Spiegel. Ja. Isabel Jordan und die Carola Kneis ist gerade dazugekommen. Und schauen Sie mal, was da zwischen den beiden Damen abgeht.
Wobei ich natürlich auch sehr gerne in einem Separé mit dir lernen würde. Bekomme ich da auch mein Geburtstagsgeschenk? Aber sicher. Ja, ich sehe, was da passiert. Aufschlussreich weiß ich nicht, Herr Vorleser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, wir können das Video dann stoppen an der Stelle. So. Und jetzt erzählen Sie mir noch mal, dass Sie beiden nicht miteinander gestritten hätten. Also ich weiß auch nicht, irgendwie... Das sieht ja jetzt alles ganz anders aus. Sie haben doch nur auf die Gelegenheit gewartet, sich Ihre Freundin Isabel vorzuknöpfen. Das ist doch Quatsch. Sie haben Ihre Freundin Isabel im Hinterhof abgepasst und sie damit konfrontiert und gefragt, warum Isabel, Ihre liebe Freundin, Ihnen den geliebten Schwarm Raphael ausgespannt hat. Isabel hat Sie wahrscheinlich provoziert. Und da sind Sie durchgedreht. Sie haben Ihre Freundin Isabel Jordan getötet. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin nicht in Raphael verliebt und das war kein richtiger Streit mit Isabel. Wenn sie noch leben würde, dann wären wir jetzt wieder ein Herz und eine Seele. Also für mich hat dieses Video rein gar nichts erwiesen, Herr Vorländer. Naja. Nochmal. Vielleicht überzeugt sie ja dann auch die Aussage von der Zeugin Schulte. Die widerspricht nämlich auch der Frau Kneis. Dann nehmen wir jetzt auch als nächstes. Gibt es denn noch Fragen hier an die Frau Kneis? Keine, Frau Kneis, dann bleiben Sie unvereidig. Dankeschön. Die Zeugin Jeanette Schulte bitte. Und Sie dürfen den Platz nehmen. Frau Schulte, guten Tag. Nehmen Sie mal hier vorne Platz, bitte schön. Zunächst muss ich Sie belehren, als Zeuge müssen Sie hier natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Jeanette Schulte, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Dortmund, Sie sind ledig, Gogo-Tänzerin von Beruf. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit dem Angeklagten. Frau Schulte, Sie wissen, dass dem Angeklagten vorgeworfen wird, in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2009, nachts gegen 3 Uhr, die Isabel Jordan im Hinterhof des Clubs X2U getötet zu haben. Ja, klar, das weiß ich. Also ich habe halt mitbekommen, wie Isabella halt den ganzen Abend rumgestresst hat, weil Gero halt lieber mit mir gefeiert hat als mit ihr. Aber ich bin mir eigentlich wirklich ziemlich sicher, dass er ihr nichts getan hat. Haben Sie Herrn Wachter nachts nach 3 Uhr noch gesehen? Ja, also ich habe ja beobachtet, dass die beiden vor die Tür gegangen sind. Und ich bin in der Zwischenzeit einfach schon mal in meine Garderobe gegangen und habe mein nächstes Outfit angezogen. Ja, und nach ein paar Minuten kam der Gero dann auch schon hinterher. Und was wollte in der Garderobe? Ja, also ich glaube, er wollte irgendwas in seinem Sakko nachgucken. Also hatte er jedenfalls vor. Ja, aber ich habe ihn dann so ein bisschen abgelenkt. Was, du warst doch gar nicht in der Garderobe. Ich hätte dich doch sehen müssen. Tja, ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Also ich war da, zusammen mit Gero. Ist Ihnen an dem Gero Wachter oder an seinem Plastikoberteil irgendwas aufgefallen? Nein, gar nichts. Da war Blut drauf. Ich habe es doch ganz genau gesehen. Und der Gero hat es in der Garderobe abgewaschen. Sag mal, auf welchen Drogen bist du denn eigentlich? Also sein Oberteil war einwandfrei, wirklich. Und ich weiß nicht, was sie da gesehen hat. Kann sein, dass es zwei gute Gründe gibt, warum sie das hier so behaupten? Kann sein, ja. Erstens vielleicht die Tatsache, dass sie mit dem Herrn Wachter eine Affäre haben. Zweitens, dass sie für ihn arbeiten als Go-Go-Girl und sich weiterhin natürlich auch erhoffen, von ihm beauftragt zu werden. Also, frage ich Sie. Ja, das sind natürlich gute Gründe, aber ich sag hier die Wahrheit, okay? Ich bin nämlich ein ehrliches Mädchen. Ganz im Gegenteil zu ihr da hinten. Ich sag die Wahrheit! Ja? Da bist du dir sicher? Und was ist mit Raphael? Hast du eigentlich mal zugegeben, dass du schon total lange in ihn verknallt bist? Jetzt fängt die auch noch damit an. Nein, das habe ich nicht, weil es nicht stimmt. Schätzchen, ich weiß das. Woher wollen Sie das wissen? Naja, also, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Als erstes Mal habe ich eine Unterhaltung bekommen. Mhm. Zweitens bin ich eine Frau. Und drittens habe ich natürlich zwei wunderhübsche blaue Augen im Kopf. Was haben Sie denn für eine Unterhaltung mitbekommen? Ja, also ganz am Anfang des Abends war das so, dass Gero halt Isabel richtig dreist abblitzen lassen hat. Und daraufhin habe ich halt ein Gespräch zwischen Isabel und Carola mitbekommen. Und Carola hat sie halt die ganze Zeit zugesülzt, dass sie sich ja total freut, dass sie jetzt hier ist und dass der Raphael ja auch da ist und dass er ja so süß ist. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Und ob? Und dann hast du gesagt, ach, heute schnapp ich ihn mir. Heute muss es einfach klappen. Er ist so unglaublich süß. Also als ich das gehört habe, musste ich echt mich zusammenreißen, damit ich nicht laut anfange zu lachen. Warum? Naja, weil es ganz klar ist, dass Raphael Isabel angeflirtet hat und nicht diese Pute. Also bitte, keine Beleidigung. Ja, Entschuldigung.
Es ist nun mal Fakt, dass sie einfach nicht Raphaels Typ ist grundsätzlich. Das ist doch einfach nicht wahr. Ja, und ob das wahr ist? Und dann sind sie später noch mal aufeinander getroffen. Und da hat sie einfach nur gesagt, lass mich endlich in Ruhe, mach endlich die Augen auf, schnapp dir endlich mal einen Typen in deiner Kategorie, sonst bleibst du für immer eine alte Jungfrau. Und wie hat die Carola Gneis darauf reagiert dann? Naja, sie hat getobt, ist ja klar. Also, sie hat dann nur irgendwas davon gefaselt, dass sie es halt selber entschieden hat, dass sie noch Jungfrau ist. Aber daraufhin hat Isabel sie einfach nur ausgelacht und hat halt gesagt, dass sich einfach noch niemand erbarmt hat. Die Frau Kneis, die musste also ewige Provokationen aushalten. Frau Kneis, waren Sie wegen der Provokationen so wütend auf Isabel? Sind Sie ihr deshalb nach in den Hinterhof, weil Sie sie zur Rede stellen wollten? Und als Isabel sie dann wieder hat abblitzen lassen, da sind Sie ausgeflippt. Da haben Sie diesen Schirm genommen und haben auf Sie eingestochen. Nein, verdammt nochmal. Ich habe Isabel überhaupt nichts getan. Ich habe echt die Schnauze voll, aber kriege ich ja alles ab. Dabei gibt es hier ganz andere, die nicht die Wahrheit sagen. So? Wen denn? Ich belese Sie nochmal, Sie müssen die Wahrheit sagen und sich selbst nicht belasten.